Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich mal wieder was ganz Besonderes für euch. Für eure 6 bis 7 Zoll Actionfiguren haben wir hier von D20 Studio diesen wunderbaren Eber als Reittier. Das Ding ist absolut cool. Ich habe euch vor einer Weile schon mal den Wolf gezeigt. Das findet ihr da, das Video. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Und schon da hieß es von euch, wow, was für ein cooles Teil. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr das Gleiche auch von dem Eber hier sagen werdet. Ja, den habe ich mir gekauft. Und zwar bei Mighty Underground. Solltet ihr einen haben wollen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da könnt ihr den dann auch bestellen, wenn ihr ihn wollt. Ich feiere die Dinger total und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich weiß eigentlich noch nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Da kommen wir dann noch zu. Schaut mal, so weit zur Verpackung. Vorne drauf sieht man schon ein bisschen was. Ja, die Seiten sind alle nicht so spektakulär. Auf der Rückseite haben wir noch mal ein bisschen was an Infos und da sieht man dann auch schon mal, was da alles so dabei ist und so weiter. Schrift ist alles, aber es steht auch auf Englisch drauf. Wollte gerade sagen, alles nur in asiatischen Schriftzeichen. Ich kann es nicht lesen, aber das stimmt nicht. Es steht auch auf Englisch drauf und wenn wir ihn aufklappen, dann haben wir hier eine Fotografie des, ich wollte schon Gefährt sagen, des Ebers. Und hier seht ihr hinter dem Fenster schon mal, was da alles so drin ist. Aber ich packe ihn jetzt ja eh für euch aus und gucke ihn mir genau an. Ja, ihn aus der Verpackung zu bekommen war gar nicht so einfach, weil hier überall spitze Ecken und Kanten sind. Also das hier ist definitiv kein Kinderspielzeug. Das ist was für den Erwachsenensammler und ja, fürs Regal. Weil das hier ist alles pointy und spitz und gefährlich. Da könnte man sich schon dran verletzen. Also die Spitzen sind wirklich nicht sehr weich und da muss man wirklich aufpassen. Ja. Ich hoffe auch, dass der mir nie aus dem Regal fällt, weil da hätte ich echt Angst, dass mir was abbricht, obwohl er sehr stabil gebaut ist. Also der ganze Eber ist echt unglaublich stabil von der Machart her und schaut es euch an, er ist einfach wunderschön. Ja, vom Face Sculpt her mit diesen Riesenhauern, da sieht er einfach richtig gut aus. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das erfassen könnt, aber der hat halt auch so braune Augen, so braun-orange Augen, das sieht echt gut aus. Das Fell wirkt richtig gut vom Mold her. Also überall sieht er einfach richtig genial aus. Ja, ja, schauen wir hier oben mal drauf. Da hat er dann tatsächlich dann auch noch so einen Totenschädel mit so einem Rückgrat mit oben drauf gebaut. Da sind dann auch noch extra so Hauer mit dran. Keine Ahnung, ob das dann von so einem Orkschädel kommt. Das sieht auch gut aus. Hier die Knochen auf dem Sattel. Dann hier diese Teile an den Seiten und dann denkt ihr im ersten Moment, hey, das sieht ein bisschen komisch aus, aber da kommen wir gleich noch dazu. Da gibt es nämlich noch ein bisschen was an Zubehör, was man hier noch anbringen muss. Ja, dann hier auf dem Sattel die ganzen Knochen, hier hinten diese ganzen kleinen Sachen, ja, die Mini-Knochen, die dann hier so drin stecken und so. Das wird sicherlich ordentlich scheppern, wenn der durch die Gegend reitet. Ja, genau das Gleiche auf der anderen Seite. Dann hat jeder Fuß noch so eine Fußfessel, auch mit Knochen dran. Also mit diesem Wesen hier ist definitiv nicht zu spaßen. So sieht das Ganze dann noch von vorne aus. Schaut euch das an, auch da nochmal Totenschädel drauf. Das weiß absolut zu gefallen. Also ich finde das Ding vom Design her richtig, richtig großartig. Hier haben wir dann noch so ein Becken, das hier oben so mit drauf gesetzt ist auf den Sattel. Ja, und hier hinten ist dann auch wieder so ein Pack. Und auch da kommt gleich noch etwas dran, was sich zusätzlich noch mit in der Box befand. Und ja, da machen wir jetzt direkt mal weiter. Ja, zur Beweglichkeit komme ich dann in diesem Falle etwas später, wenn ich ihm viele von diesen Rüstungsteilen dann auch nochmal wieder abnehme. Und da haben wir schon das erste Zubehörteil und ja, das Ding ist ja wohl wirklich krass. Absolut krank mit der Haut, die hier hinten auf die Knochen gespannt ist. Das sieht auch richtig irre aus. Also ich finde das sowas von wahnsinnig gut. Ja, dann hier die Totenschädel, die hier auch mit aufgespießt sind auf die Knochen. Das kann sich absolut sehen lassen. Und ihr seht schon, da ist die Öffnung für hinten. Könnt ihr hier hinten einfach draufsetzen und dann sieht das nochmal um einiges genialer aus. Und weil er nicht schon genug spitze Knochen mit dabei hat und nicht genug Hauer, sind hier nochmal zwei richtig große Hauer, die auch absolut genial aussehen. Schaut euch das mal an. Ja, mit diesen Totenschädeln, die hier noch sozusagen reingraviert sind.
Das ist auch richtig toll, direkt bei beiden. Ja, und es sieht auch super aus, auch von der Bemalung her. Schaut euch das an. Und hier diese Lederstraps, die da noch drumherum sind. Ich finde das einfach ganz, ganz großartig. Ja, und die könnt ihr hier einfach so draufdrücken. Ne? Einfach mit ein bisschen Druck. Und dann sitzen die fest und sind dann natürlich auch noch beweglich in alle Richtungen, wie ihr das braucht. Das gleiche auf der anderen Seite. Da geht das natürlich auch. Zack. Ganz, ganz easy. Und voll beweglich. So brauchen wir unsere Hauer. Ja, mit dem Ding will ich mich echt nicht anlegen. Aber wir sind ja noch nicht durch. Denn was wäre unser Kriegseber ohne einen Knochenhelm? Und der ist auch direkt mit dabei. Und er hat diese wunderbare Kette mit dran, ja, damit ein vermeintlicher Reiter ja, diesen Eber auch steuern kann. Und auch hier hat man wirklich wieder ganze Arbeit geleistet. Schaut euch das an. Ja, mit so einem Wash noch drüber gegangen, dass er dann auch so ein bisschen alt und abgenutzt aussieht. Ich finde das richtig toll, die Zähne hier. Ja, also ganz, ganz großartig gemacht. Und den kann man ihm einfach vorne hier so draufsetzen. Ne? Zack, hinter die Öhrchen. Ja, hinter die Öhrchen, so. Und dann kann man das hier so nach hinten legen. Ja, dann kann der Reiter das so in die Hand nehmen. Und dann sieht das Ganze nochmal gefährlicher aus. Ja, und dann ist das hier noch in der Packung. Und das dürfte ein ja, Fellaufsatz sein für den Eber, wenn man ihn ja, im Prinzip komplett von seiner Rüstung befreit. Das werde ich gleich mal machen, aber vorher möchte ich euch noch zeigen, wie das Ganze mit einem Reiter aussieht. Und welche meiner vielen Figuren wäre da naheliegender als der gute Vortok von den Mythic Legions Figuren? Ja, ein Kriegseber passt zu einem Ork wie die Faust aufs Auge und ich glaube, das wird auch die Figur sein, ja, die ihn dann in Zukunft reiten darf. Und so werde ich ihn mir ins Regal stellen, da bin ich ziemlich sicher. Also absolut fantastisch, es passt absolut großartig dazu. Ja, ich habe ihm das hier dann direkt noch so in die Hand gegeben, dass er die Zügel in der Hand hält. Auch das geht super, das funktioniert alles ganz, ganz toll. Er sitzt nicht so wahnsinnig fest, ne? Also einen heftigen Ritt würde er vielleicht nicht überstehen, aber man kann es hinkriegen, dass er gut drin sitzt. Bei dem Wolf waren ja auch noch Steigbügel mit dabei, die sind jetzt hier nicht mehr dabei, aber das geht schon klar und da das ja auch eine Displayfigur ist fürs Regal, ist das natürlich sowieso absolut perfekt so. Ja, und so sieht unser Eber aus, wenn man den Sattel abnimmt und das vorhin gezeigte Zubehörteil oben drauf setzt. Das kann man einfach oben drauf stecken, ja, dann sieht es auch so aus, dass es so gehört. Also man merkt gar nicht, dass hier oben ein extra Teil drauf ist. Das finde ich persönlich auch gut gelöst. Ja, und dann können wir uns mal die Beweglichkeit angucken. Fangen wir mit dem Kopf an. Der kann so ein bisschen ja, nach unten, ein bisschen nach oben. Das geht. Ihr könnt den drehen ein wenig. Nicht so wirklich dolle, aber es geht. Und ihr könnt ihn ein bisschen nach links und nach rechts machen. Also die Kopfbeweglichkeit ist jetzt leider nicht ganz so extrem. Ja, ihr könnt natürlich das Maul aufmachen. Und dann seht ihr, ah, das habe ich euch bei den Details gar nicht so gezeigt. Da sind dann auch noch die Zähne zu sehen und die Zunge hängt da noch hinten drin. Ja, das könnt ihr dann auch wieder schließen. Also da könnt ihr das auch so hinstellen, wie ihr das braucht. Finde ich auch super. Ja, die Vorderläufe lassen sich natürlich drehen. Sie lassen sich so ein bisschen nach außen drücken. Ja, das geht auch. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit, hier in dem Lauf, was ist da möglich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mache das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal. Ich weiß also nicht, was alles drin ist an Beweglichkeit. Ja, das ist so ein festes Gelenk. Ihr hört auch das Knattern. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Solche Gelenke sind immer gut. Ja, dann habt ihr hier eine Drehung mit drin, wenn ich das richtig sehe. Nee, habt ihr nicht. Ja, wie gesagt, ich packe es jetzt, habe es jetzt auch gerade frisch ausgepackt und weiß noch gar nicht, was alles geht. Ja, ihr habt hier ein Gelenk, das finde ich fast ein bisschen sehr locker. Ja, und ihr könnt natürlich das kleine Füßchen hier unten dann auch noch bewegen in alle Richtungen. Das geht auch. Ja, tatsächlich finde ich die ja, die Hufe sozusagen ja, von unserem Eber fast ein bisschen klein geraten. Ja, die hätten auch ein bisschen größer sein können. Aber da ist halt alles Mögliche an Beweglichkeit mit dabei. Ja, und hinten halt ganz genauso. Ihr könnt halt hinten die Läufe so nach vorne machen oder nach hinten. Ihr könnt sie auch nach außen klappen ein wenig. Das geht auch. Ja, nach außen und nach innen. Ja, und dann habt ihr hier natürlich hinten auch die Möglichkeit, das zu bewegen. Auch das ist auf so einem, ja, ihr hört das Knacken. Ja, und ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier noch eine Drehung drin. Stimmt, das habe ich vorne, glaube ich, gar nicht gezeigt. Ja, das heißt, hier ist auch noch eine Drehung drin. Und ihr könnt natürlich den Fuß selber bewegen, auch in alle Richtungen. Das geht natürlich auch. Dann habt ihr hier im Bereich der Lenden, der Hüfte, dann auch nochmal eine Beweglichkeit in alle möglichen Richtungen. Nach unten, nach oben,
Ja, ihr seht das schon, nach links und nach rechts, das geht auch. Dadurch habt ihr dynamische Möglichkeiten für die Pose. Und ich weiß gar nicht, ob man den Schweif noch wirklich bewegen kann. Ah, guck mal, siehst du, da ist ein Draht drin verbaut. Das heißt, den könnt ihr auch in alle Richtungen bewegen. Das geht, finde ich, auch sehr cool gelöst dann. Ja, mit so einem Draht, dann sieht es nicht so aus, als wenn das hier nochmal abgetrennt ist. Finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Idee. Also beweglichkeitstechnisch ist einiges möglich. Wenn ihr den Eber posen wollt, habt ihr alle Möglichkeiten, die ihr braucht. Einfach ein unglaublich geiles Teil. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Ich finde den absolut fantastisch. Die Optik mit diesen ganzen Knochen überall, das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Ja, hier hinten dieses, ich finde es einfach fantastisch. Das Ding ist überragend. Und jeder von euch sollte so einen Eber in seiner Sammlung haben, denn du bist nicht komplett ohne Eber. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und ich kann nur sagen, ich bin sowas von happy, dass ich mich dazu entschieden habe, den zu kaufen. Ja, und ich habe schon erwähnt, ihr könnt auch einen haben. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links. Da könnt ihr mal draufklicken und dann könnt ihr euch auch mal so einen lustigen Eber bestellen. Das ist es auf jeden Fall wert. Ich feiere den total. Ja, nur wohin damit? Ich sagte es schon. Es wird eng im Regal, aber für sowas Tolles mache ich gerne wieder Platz. Ja, ansonsten könnt ihr mir gerne mal ein Abo dalassen. Könnt mal auf den Daumen drücken. Ihr könnt gerne mal die Benachrichtigungsglocke reindrücken, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Ihr könnt gerne wieder anschalten, das würde mich sehr freuen. Und ihr dürft mir gerne Kommentare hinterlassen. Wie findet ihr diesen Eber? Kennt ihr D20 Studio? Kauft ihr selber diese Reittiere, diese fantastischen? Habt ihr da welche von in der Sammlung? Schreibt es mir gern, es interessiert mich sehr. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Review, beim nächsten Unboxing oder beim nächsten Haul. Es findet sich sicher etwas, was ihr gerne schauen wollt bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.